Hi, wir sind's, Freimut. Wir sind hier in Jena, vor euch jetzt schon seit ungefähr 3 Jahren unterwegs im Kampf für Meinungsfreiheit und so ein bisschen Debattenkultur. Aber heute seid ihr dran, denn wir wollen von euch wissen, habt ihr überhaupt eine Meinung und was soll das mit dieser Freiheit? Also, los geht's. Also ich denke, dass man Argumente austauschen muss, ohne dass man den anderen irgendwie für seine eigene Argumentation irgendwie denunziert, dass man quasi seine Argumente logisch vortragen kann, aber auch die Logik des anderen irgendwie versteht, daraus was mitnimmt. Ich bin der Überzeugung, dass Inzest Geschwister bei Schlaf nicht verboten gehört. Nicht, dass ich Geschwister hätte oder nicht, dass ich irgendwelche anderen Vorlieben hätte, aber grundsätzlich gedacht. Ich glaube, es gibt wenig Begründung zu sagen, dass behindertes Leben unwerter ist als normales Leben. Und wenn man die Prämisse schon zerstört, dann ist Geschwisterliebe zwangsläufig zu begrüßen. Oder nicht zu begrüßen, zumindest zu legalisieren. My name is Vlad Chenko, I'm from Ukraine. I want to open borders. Ich bin inzwischen der Meinung, dass zum Beispiel Holocaust-Work noch nicht mehr unter Strafe gestellt sein sollte. Natürlich ist das, brauchen wir ja gar nicht drüber reden, falsch, wenn jetzt einer sagt, es gab den Holocaust nicht. Aber das ist doch jedem klar, dass das falsch ist. Und wer trotzdem sowas erzählt, ja gut, der blamiert sich damit im Grunde ja nur selbst. Und das sollte jeder das Recht zu haben, finde ich. Also, dass ich ein extremer Verfechter von TTIP bin. Gab so eine Diskussionsrunde mit einem Prof, so, ne? Und dann habe ich halt letztendlich mit dem Prof so diskutiert wie mit allen anderen Teilnehmern auch. Und das war dann sehr sachlich, aber auch nicht immer dem Prof so zu genehm. Und dann hat der das unterbunden und ich finde, das sollte man eigentlich nicht tun. So. Also ich wüsste nicht, warum der Prof jetzt irgendwie mehr da irgendwie was Besseres oder was anderes darstellen sollte als ein Kommilitone von mir, weil wir ja letztendlich alle nur Menschen sind. Intoleranz gegenüber Intoleranz. Wenn es dann in die menschenverachtende Ecke geht oder in die einschränkende Ecke, dann würde ich sagen, muss man da auch keine Toleranz mehr zeigen und kann solche Meinungen auch einschränken. Ich finde, die Meinungsfreiheit ist für mich extrem wichtig, gerade weil ich sehr viele kontroverse Meinungen habe und damit öfters mal auch alleine stehe. Und auch für die Gesellschaft ist es sehr wichtig, dass die Meinungsfreiheit unbegrenzt besteht. Ich sehe auch absolut gar keine Grenzen in der Meinungsfreiheit. Ich war in Jena gewesen zu der Tygida-Demo und ja, gut, ich finde es trotzdem, also ich finde, die dürften das eigentlich nicht. Also ganz ehrlich, sie dürften es eigentlich nicht, weil es ist nicht demokratisch, es ist einfach auch nicht verfassungskonform, es ist zwischenmenschlich, moralisch, wertisch, komplette Scheiße. Aber du hast Gegendemonstranten, die sich ja dann auch wiederum äußern können, die ihre Meinung beitragen und so weiter. Also mit dem Verbieten ist immer schwierig, gerade wenn du durchs Verbieten auch den Leuten eine Nische gibst. Ich finde, für jeden, der dummes Zeug redet, gibt es halt auch Leute, die gute Sachen sagen. So. Und man braucht da eher so einen Wettstreit der Ideen. Und man sollte diesen Wettstreit nicht dadurch verhindern, dass man sagt, ja, das darf gesagt werden. Und das, wer das sagt, steht aber unter Strafe. Ich finde, das ist, damit öffnet man den Verschwörungstheoretikern Tür und Tor. Ich glaube, man sollte mit jedem Streit führen. Egal ob jetzt Nazi oder Linksextremer, jeder hat das Recht, in seinen Argumenten widerlegt zu werden. Und das geht nur, wenn ich mit jemandem rede. Wenn ich sage, mit Person X rede ich nicht, dann kann ich ihn niemals stören, argumentativ. Deswegen Diskurs mit jedem. Wieso brauchen wir Meinungsfreiheit? Wieso kann man anstößige und beleidigende Meinungen nicht einfach verbieten? Also mit auseinandersetzen will man sich eh nicht. Und wäre es dann nicht besser, wenn man gar nicht erst solche Meinungen zu hören kriegte? Vielleicht. Aber vielleicht sollten wir es auch gerade dann mit solchen Meinungen auseinandersetzen, wenn sie anstößig sind, wenn sie auch wirklich verachtenswert sind, wie Rassismus, wie Antisemitismus. Denn zum einen bietet uns das die Möglichkeit, unsere eigenen Überzeugungen zu schärfen. Wir können uns klar machen, warum sind wir gegen Rassismus, gegen Antisemitismus. Und zum anderen und vor allem bietet die Äußerung einer solchen Meinung die Möglichkeit, ein gesamtgesellschaftliches Problembewusstsein zu schärfen. Wenn wir eine Demo sehen mit rassistischen Kundgebungen, wissen wir, an der Stelle müssen wir ansetzen. Aber auch nicht jede anstößige Meinung ist verachtenswert. Wir sollten im Kopf behalten, dass alle großen Fortschritte zunächst einmal gegen die vorherrschende Meinung errungen wurden. Sei es die Forderung nach Demokratie, nach der Gleichberechtigung von Mann und Frau oder nach der Entkriminalisierung von Homosexualität. All das war am Anfang grob anstößig und gegen die Mehrheitsmeinung. Deswegen sollten wir uns daran erinnern, dass man Fortschritt und Freiheit oft nur gegen die Mehrheitsmeinung erringen kann, dass man die Mehrheitsmeinung auch immer wieder herausfordern sollte und dass man den Mut haben sollte, auch zu anstößigen Meinungen zu stehen. In diesem Sinne, bleibt freimütig.